Hallo zusammen, herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Bremsen entlüften könnt. Und ganz wichtig dabei zu sagen ist, das ist wirklich eine Arbeit, die solltet ihr, wenn ihr sie zum ersten Mal macht, auf jeden Fall zusammen mit jemandem machen, der da entsprechend Erfahrung hat. Ihr solltet, wenn ihr das selber gemacht habt, auch nach dem Bremsen entlüften immer sehr akribisch kontrollieren, ob auch wirklich alle Ventile an den Bremszetteln komplett zu sind, denn da kann man so einiges falsch machen und wenn man Bremskraftverlust hat, ist das alles andere als lustig. Deswegen hier an der Stelle auf jeden Fall meine Bitte und der Hinweis, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht das lieber nicht. Wenn ihr das erste und zweite Mal macht, macht das auf jeden Fall mit jemandem zusammen, der da entsprechend Erfahrung hat und geschult ist. Und wenn ihr das dann beim dritten, vierten, fünften Mal macht, egal wie oft ihr das macht, meine persönliche Empfehlung ist da immer, entsprechend eine kleine Probefahrt machen, auch mal in die Notbremsung gehen und dann alles kontrollieren, jedes einzelne Ventil, ob auch wirklich alle Ventile dicht sind und die Bremskraft voll vorhanden, damit da eben nichts passiert, auch regelmäßig immer mal wieder, unabhängig davon, ob ihr das selber macht oder nicht, einfach die Flüssigkeiten kontrollieren am Auto, genauso wie man die Luft ab und an mal kontrollieren sollte. Das also bitte an euch, wenn ihr das macht, immer mit extremer Vorsicht, das ist halt sicherheitsrelevant und da sollte man auf jeden Fall größte Vorsicht walten lassen. Heute, wie gesagt, Bremsentlüftung. Ich habe hier jetzt, was ihr auch natürlich dann braucht, ist entsprechende Bremsflüssigkeit. Wenn ihr jetzt nur entlüften wollt, dann solltet ihr die gleiche Bremsflüssigkeit wiederverwenden, die ihr bereits eingesetzt habt. Ich habe bei mir jetzt schon mal einen Wechsel gemacht der Bremsflüssigkeit und bin da umgestiegen auf hier von Carbo-Oil. Das ist ähnlich wie das Motorenöl, machen die auch Bremsflüssigkeit. Das ist jetzt hier die DOT-4-Spezifikation. Das ist besonders empfehlenswert für hohe Beanspruchungen auf der Rennstrecke. Ähnlich wie das Motorenöl wurde mir auch hier diese Bremsflüssigkeit empfohlen. Noch habe ich es, wie gesagt, auf der Rennstrecke nicht testen können. Dieses Jahr verzögert sich ja leider alles etwas. Da muss ich dann mal schauen, wie da das Gefühl ist, ob der Bremsdruck und auch die Bremskraft entsprechend besser ist oder schlechter oder wie auch immer. Das werde ich auf jeden Fall dann auch nochmal berichten, ob ich damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Was ihr auch braucht, ist so eine Pumpe. Also man kann natürlich auf unterschiedliche Weisen die Bremse entlüften. Das ist mal vorweg. Ich nutze heute ein solches Entlüftungssystem mit Pumpe. Aus dem einfachen Grund, ich bin alleine. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit ist, könnte man es auch so machen. Einer sitzt im Auto und pumpt und der andere bedient die Ventile an den Bremssätteln. Wie gesagt, ich bin alleine, da fällt diese Option aus. Deswegen diese Pumpe, dieses Pumpenset, das besteht aus einer Pumpeneinheit, aus so einem kleinen Reservoir, in das dann die Bremsflüssigkeit eingesaugt wird. Dann gibt es verschiedene Schläuche in verschiedenen Längen, die man sich zurechtschneidet. Und dann hat man noch verschiedene Aufsätze in so einem Kit drin, um dann eben an den jeweiligen Anschluss eures Bremssattels, also an das jeweilige Ventil, euch adaptieren zu können. Diese Pumpe hat zwei Funktionsarten, das heißt also einmal kann sie Luft pumpen, das heißt hier vorne kommt Luft raus und dann hat man aber auch die Möglichkeit, das Ventil umzustellen, indem man hier diesen Zylinder nach oben schiebt, dann wird hier so ein kleines Loch frei und dann hat man die Pumpe umgestellt auf Saugbetrieb. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne zuhalte und wir auf die Manometeranzeige achten, entsteht ein Unterdruck. Wir sehen jetzt hier, wir sind bei 0,5 Bar Unterdruck und wenn ich loslasse, zischt es kurz und er schnallt wieder zurück. Und diese Funktionsweise, diese Unterdruckerzeugung, die nutze ich jetzt auch, um die Bremssättel heute zu entlüften. Das heißt, ich stelle hier auf Unterdruckbetrieb. Ich verbinde das mit meinem Auffangbehälter. Von meinem Auffangbehälter geht der Schlauch an den Bremssattel. Dann setze ich das Ganze auf das Ventil, erzeuge einen Unterdruck, öffne das Ventil und lass sozusagen die Bremsflüssigkeit absaugen. Alles, was hier aufgefangen wird, weil die Bremsflüssigkeit bei mir ganz frisch ist, werde ich dann wieder vorne im Reservoir auffüllen. Zusätzlich zu so einem Kit braucht ihr natürlich auch Maulschlüssel. Das heißt am besten so einen Maulschlüsselsatz, denn die Ventile an den Bremssätteln haben immer unterschiedliche Größen und da sollte man auf jeden Fall ein ganzes Set an Maulschlüsseln haben, damit dann da eben nachher der richtige dabei ist. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick in dieses Set für die Anschlüsse. Hier oben haben wir jetzt eine ganze Batterie an Anschlussmöglichkeiten für die verschiedenen Ventilaufsätze.
Hier ist auch noch meine Pumpe mit dabei. Ich habe jetzt also zwei Sets mittlerweile. Und ja, das ist so der gängigste Anschluss, den man am häufigsten verwendet. Da muss ich jetzt später auch gucken, was passt da bei mir am M2 am besten. Und dann geht es auch schon ans Entlüften. Vorher noch vielleicht eine Sache, die ich jetzt am besten aufzeichne. So, jetzt nochmal, bevor wir sozusagen in den praktischen Teil wechseln, einmal zum theoretischen Teil. Dafür zeichne ich das am besten einmal auf. Und zwar, wenn wir jetzt das Auto haben, dann haben wir hier vorne ja ein Rad. Das sind also unsere Vorderräder. Ich nenne das jetzt Ganze mal die Front. Dann haben wir hier hinten unsere beiden Räder. Und jetzt gilt es zu beachten, dass wenn wir die Bremsen entlüften, einmal zu kontrollieren hier vorne im Motorraum, also wo sich der Motor befindet, wo ist unser Bremskraftverstärker? Beim M2 ist es jetzt so, dass der Bremskraftverstärker hier vorne auf der Fahrerseite sitzt, also sprich in Fahrtrichtung gesehen links. Und das bedeutet, dass die Bremsleitungen vom Bremskraftverstärker eben an die einzelnen Räder gehen. Und wenn wir jetzt schauen, wie verlaufen diese Leitungen, dann können wir ganz klar erkennen, das vordere linke Rad hat den kürzesten Weg, das vordere rechte Rad hat den zweitlängsten Weg, das hintere linke Rad den drittlängsten und am weitesten entfernt oder die weiteste Strecke, die zu überbrücken gilt, ist zu dem rechten Hinterrad. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Bremsen entlüften, unabhängig davon, welche Methode wir einsetzen, fangen wir an hier hinten am rechten Hinterrad. Das ist also das erste Rad, was wir entlüften. Dann wechseln wir zu dem Rad, das am zweitweitesten entfernt ist. Das ist sozusagen das rechte Hinterrad, das linke Hinterrad. Und dann wechseln wir auf das rechte Vorderrad. Das ist dann das dritte Rad, was wir entlüften. Und am Schluss das Rad mit dem kürzesten Weg oder beziehungsweise die Bremszange, der Bremssattel mit dem kürzesten Weg zum Bremskraftverstärker. Das ist dann das, was wir als letztes oder als viertes sozusagen entlüften. Das also nochmal als Theorie vorneweg. Das bitte immer im Hinterkopf behalten, dass ihr dieses Muster einhaltet. Das ist jetzt, wie gesagt, immer ausgehend von der Position des Bremskraftverstärkers. Das heißt, ihr könnt jetzt dieses Schema nicht generell an jedes Fahrzeug anwenden, sondern ihr müsst wirklich immer schauen, wo befindet sich der Bremskraftverstärker in eurem Auto und ausgehend davon dann eben sozusagen berechnen oder nachvollziehen, welches Rad hat den kürzesten oder beziehungsweise welcher Bremssattel hat den kürzesten Anschlussweg und welcher Bremssattel hat den längsten Anschlussweg. Und wir starten immer von dem Bremssattel, der am weitesten entfernt ist, also sprich den weitesten Weg hat. Und jetzt geht's auch schon ans Auto. So, jetzt am Auto müssen wir auf der Fahrerseite die Abdeckung lösen. Da sind hier oben drei solche, ich nenne es jetzt mal Schrauben, es sind letzten Endes einfach nur so Haken, ähnlich ja, wie man es auch irgendwie von Ikea kennt. Und hier ist noch so eine Spreiznite, das heißt, ihr öffnet diese Haken da oben, einfach 90 Grad drehen, da ist so eine Pfeilrichtung und gegen diese Pfeilrichtung 90 Grad drehen, Spreiznite raus, dann öffnen wir hier den Deckel unseres Bremsflüssigkeitsbehälters, denn wenn der jetzt komplett zu ist, ist das schlecht, wenn wir unten Flüssigkeit ablassen, das heißt, hier ein bisschen Luft soll reinkommen. Jetzt hier am Bremssattel ist es so, haben wir pro Bremssattel zwei Entlüftungsschrauben und wir müssen eben beide Entlüftungsschrauben entlüften. Das, wie gesagt, ist jetzt halt an jedem Bremssattel zwei, das heißt, insgesamt sind wir jetzt bei acht Entlüftungsvorgängen, die wir durchführen müssen. Hier hängt jetzt bei mir so ein bisschen was von diesem Bremssensor dran. Das ist aber nicht schlimm, denn das ist immer der Fall an dem Rad, wo eben der Bremsverschleißsensor vorhanden ist. Hier auch einfach die kleine Plastikkappe, ich bekomme das jetzt leider nicht hundertprozentig scharf, die kleine Plastikkappe öffnen, dann eben den Ablassschlauch aufsetzen und das Ventil bzw. die Schraube öffnen. Ich nehme jetzt hier so einen entsprechenden Mausschlüssel, der liegt sehr gut in der Hand, der ist auch so leicht gebogen,
von der Form her. Das heißt, damit kann man das wirklich schön öffnen, das Ventil. Ideal wäre es, wenn er noch ein wenig dünner wäre, aber so geht das auch. Und jetzt kommt eben hier dieser kleine Adapter oben drauf, mit dem dann sozusagen verhindert wird, dass die Bremsflüssigkeit irgendwo daneben sifft, sondern die läuft jetzt über den Adapter dann in den entsprechenden Auffangbehälter. Hier das Ganze jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, damit ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt. Das ist immer etwas schwierig, das zu filmen und gleichzeitig zu machen. Hier setze ich jetzt also, wie gesagt, nochmal diesen entsprechenden Adapter auf, damit die Bremsflüssigkeit aufgefangen werden kann. Und dann gehe ich hier und erzeuge über die Pumpe einen Unterdruck. Der Adapter sitzt leider nicht so hundertprozentig, denn für den Unterdruck muss er ja wirklich luftdicht abschließen. Deswegen ist das so ein bisschen ein Gefummel. Das System ist auch nicht wirklich ideal. Ich werde im Anschluss nochmal ein anderes System ausprobieren, weil das hier einfach dann, ja, ich war nicht so hundertprozentig zufrieden. Man sieht jetzt, da kommen Bläschen, ne, da kommen Luftbläschen und das Blöde ist halt, die Luftbläschen kommen die ganze Zeit. Ne. Ihr seht das jetzt, wie das da sozusagen am Anschluss immer raus blubbert, ja, und das liegt an der Natur der Sache. Das hat also weniger was damit zu tun, dass da wirklich so viel Luft im Bremssattel ist, sondern dieses System ist einfach an der Stelle nicht für diese Art von Entlüftungsmechanismus geeignet. Denn das ist kein richtiges Ventil hier, sondern eben eine Schraube, die sich in ein Gewinde eindreht. Und wenn wir jetzt diese Schraube aus dem Gewinde ein wenig herausdrehen und hier über Unterdruck sozusagen von außen saugen, dann wird von außen am Gewinde vorbei die Luft nach innen in den Bremssattel gezogen und durch den Unterdruck, den wir ja oben anliegen haben, werden diese Luftbläschen, die wir von außen angesogen haben, dann wiederum durch diese Schraube nach außen geleitet und landen in unserem Ablassschlauch. Und dann sieht das für uns eben so aus, als ob das die ganze Zeit eben Bläschen verursacht. Das ist also sehr ungeschickt und deswegen habe ich jetzt auf ein zweites System gewechselt, was dann jetzt eben im Anschluss noch gezeigt wird. Nichtsdestotrotz, egal ob wir jetzt nochmal ein anderes System sozusagen ausprobieren, habe ich bei dem ersten Versuch, wo ich jetzt sozusagen mit der Unterdruckpumpe gearbeitet habe, auch natürlich alle Schrauben wieder entsprechend fest verschlossen, das auch kontrolliert, eine Probefahrt gemacht und auch die Bremsflüssigkeit, die ich abgelassen habe, wie gesagt, die war ja ganz neu, wieder eingefüllt. Und jetzt kommt eben dann der Teil mit der Überdruckvariante, die deutlich besser funktioniert. Das heißt, ich habe mir jetzt noch ein zweites Set bestellt. Das Ganze ist jetzt hier eine Überdruckvariante. Das heißt, wir haben hier eine Manometeranzeige, ähnlich wie bei dem Unterdruckgerät auch, nur dass wir hier eben jetzt über diesen Pumpmechanismus Überdruck erzeugen in dem Behälter. Dieser Überdruck geht dann über diesen Schlauch an diese Kappe. Diese Kappe ersetzt dann eure aktuelle oder Standardkappe an eurem Deckel für die Bremsflüssigkeit. Die ist hier innen auch gummiert, sollte also luftdicht abschließen. Wenn diese Kappe hier auf dem Bremsenbehälter oder Bremsflüssigkeitsbehälter angebracht ist, verbinden wir den Schlauch, erzeugen über dieses Pumpsystem einen Überdruck. Das sollte den gleichen Effekt haben, wie wenn jetzt ein zweiter Mensch im Fahrzeug sitzt und sozusagen das Bremspedal über Pumpbewegungen mit oder eben die Bremsleitungen über Pumpbewegungen am Bremspedal mit entsprechendem Bremsdruck versorgt. Wie gesagt, das sollte das hier ersetzen. Ich hoffe, das funktioniert. Wir gehen jetzt ans Auto und mit etwas Glück kann ich jetzt sozusagen blasenfrei entlüften und auch sicher sein, dass die Entlüftung geklappt hat. Nun sind wir wieder am Auto und auch bei der Variante mit dem Überdruck ist unsere erste Station der Bremsflüssigkeitsbehälter. Hier gehen wir jetzt her und entfernen den Standarddeckel komplett und ersetzen diesen Standarddeckel mit einem entsprechenden Deckel, der passend für unseren Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Und an diesem Deckel befestigen wir jetzt den Schlauch, der von dieser Pumpeinheit dann nachher auf diesen Adapter führt und der dann nachher Luft in unseren Bremsflüssigkeitsbehälter pumpt. Und dadurch erzeugen wir einen Überdruck im Behälter. Dieser Überdruck geht weiter in Richtung der Bremsleitungen, sodass er auch bei den Bremszangen ankommt. Wir sehen das jetzt hier. Ich habe einen Überdruck erzeugt, ca. 1,5 Bar. Das ist ähnlich, wie wenn jetzt, wie gesagt, jemand im Auto sitzt und pumpt. Jetzt bin ich wieder an einem Bremssattel und öffne hier diese Schraube, die dann die Möglichkeit bietet, Bremsflüssigkeit abzulassen und zu entlüften. Und wenn wir jetzt auf die Flüssigkeit gucken, dann sehen wir, die ist komplett klar und es befinden sich keine Blasen mehr da drin. Das heißt also hier, dieses System ist wirklich empfehlenswert. Also wenn ihr das machen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall dieses Überdruck
System empfehlen. Das kann man nutzen, wenn man alleine ist. Wenn man zu zweit ist, ist auf jeden Fall die bessere Variante oder sage ich mal auch die einfachere Variante, weil man eben kein zusätzliches Equipment braucht, einfach eine zweite Person, die sich ins Fahrzeug setzt und die dann eben Pedaldruck erzeugt. Wenn der Pedaldruck dann da ist, öffnet man die Schraube, lässt die vorhandene Luft entweichen, entlüftet das System, zieht wieder fest, die Person sorgt wieder für Überdruck und so kann man eben dann auch entlüften. Wenn jetzt alle Bremssättel entlüftet sind, das ist jetzt hier geschehen, dann ist es wichtig, dass ihr das nicht einfach abschraubt, sondern es gibt hier so eine entsprechende Entlüftungsschraube, die kann man öffnen und dann zischt hier jetzt der Überdruck heraus. Und wenn dann der Überdruck abgebaut ist, das seht ihr hier am Manometer, der Zeiger fällt jetzt dann eben entsprechend. Und wenn der Zeiger dann komplett gefallen ist, dann können wir hergehen und am Bremsflüssigkeitsbehälter unseren Schlauch wieder abnehmen und den Adapter wieder durch unseren eigentlichen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel tauschen. Dabei solltet ihr auf jeden Fall nochmal kontrollieren, da ihr ja jetzt Bremsflüssigkeit abgelassen habt. Das solltet ihr übrigens auch währenddessen immer wieder kontrollieren. Also nach jedem Bremssattel auf jeden Fall vorne nochmal nachschauen, ist noch genug Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter vorhanden und wenn nicht, eben hier nochmal kurz den Überdruck ablassen, nochmal ein bisschen Bremsflüssigkeit nachfüllen, damit da auf gar keinen Fall euch die Bremsflüssigkeit ausgeht, weil sonst könnt ihr den ganzen Prozess nochmal von vorne starten. Jetzt, wenn die Luft hier wieder abgelassen wurde und wir den Adapter wieder abgeschraubt haben, dann, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, aber ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, eine Probefahrt machen, auch mal in die Notbremsung gehen, einige Bremsmanöver machen, am besten irgendwo, wo relativ wenig los ist, nur für den Fall, dass irgendwas nicht dicht sein sollte oder nicht 100% funktioniert. Und danach, nach der Probefahrt, nochmal an allen Ventilen kontrollieren, dass sie auch wirklich dicht sind und keine Bremsflüssigkeit austritt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich würde das auch kontrollieren, wenn ich das bei einer Fachwerkstatt hätte machen lassen, ja, denn da möchte ich genauso wenig, dass nachher meine Bremsen nicht funktionieren. Jetzt am Ende haben wir natürlich ein bisschen Bremsflüssigkeit über und diese überschüssige Bremsflüssigkeit, da nehmt ihr am besten irgendeinen Behälter, in dem ihr die dann sammelt und wenn der Behälter dann irgendwann mal voll ist, dann geht ihr eben in den entsprechenden Recyclinghof oder in die entsprechende Entsorgungsstelle und gebt das dort ab, damit das eben fachgerecht entsorgt werden kann. Denn das gehört auf gar keinen Fall in den Abfluss oder sonst irgendwo hin. Deswegen, das müsst ihr sammeln und dann beim Recyclinghof abgeben. Hier jetzt nochmal die beiden Systeme. Wie gesagt, einmal dieses unterdruckbasierte System, was von der Idee sehr gut ist, aber leider jetzt in der Praxis am M2 nicht funktioniert hat. Es gibt bestimmt Einsatzbereiche, wo das funktioniert, wenn man ein wirkliches Ventil hat und da sozusagen nicht irgendwo Fremdluft angesaugt werden kann durch den Unterdruck. Das zweite System, das ich jetzt hier ausprobiert habe, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist super, wenn man alleine ist, denn man braucht keine zweite Person mehr. Man kann hier über diese Adaptermöglichkeiten und über dieses Überdrucksystem wunderbar auch Druck in den Bremsleitungen erzeugen. Worauf man allerdings achten sollte, ich habe jetzt hier so ein ganz spezielles System erwischt mit einem, ja, ein wenig sehr speziellen Anschlusstyp. Ich bekomme den jetzt gerade nicht so richtig scharf. Dieser Anschlusstyp ist nicht ganz Standard. Das heißt, ich hatte jetzt Glück, dass genau dieser Adapter auch für meinen Bremsflüssigkeitsbehälter passt. Aber ein Adapterset, was ich mir besorgt habe, war mit E20 Adaptern ausgestattet und nicht zu diesem Anschluss hier kompatibel. Das heißt, ich kann es zwar jetzt für meinen M2 verwenden, aber eben kein Standard-Adapter-Set mit diesem Behälter hier kombinieren oder mit dem Gerät kombinieren. Das heißt, auch da, wenn ihr euch so ein Gerät besorgt, besorgt euch am besten ein Gerät, was bereits Adapter-Sets mit dabei hat, damit ihr da keine Probleme habt wie ich und nachher irgendwie die Teile nicht zusammenpassen. Das waren jetzt die Infos zur Bremsenentlüftung am M2. Ich hoffe, es war hilfreich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.